Also ich werde die Woche nie mehr in meinem Leben vergessen. Heute Morgen sind wir alle aufgestanden und haben uns so mega gut gefühlt. Ich habe heute die Aufgabe, die Leute wecken zu gehen. Umberto! Umberto! Oh mein Gott! Oh mein Gott, you came with Umberto! What's wrong with you? Making love, not war! Wir sind nachher am Morgen sogar noch baden, weil wir einfach alle so fresh waren. Aber es war völlig ein anderes Aufwachen gewesen. Alle waren viel gesprächiger und netter zueinander, weil wir einfach alle verkatert waren. So, lasst mich in Ruhe. Ich bin heute Morgen so gut aufgestanden und richtig gut gelaunt. Oh, SMS! Ja, wenn du das willst, gern. Also, liebe Millennials, heute soll das Paradies von eurer Strahlung verschont werden. Oh Gott, dazu wird Monika gleich alle Smartphones in der roten Box verstauen. Hä? Ihr findet sie unter dem TV. Schnappt euch Stift und Papier aus der Box und sucht ein ruhiges Plätzchen, dann wird es deep. Reflektiert, was ihr über euch selbst in dieser Woche gelernt habt, woran seid ihr gewachsen, wie habt ihr euch verändert? Wow! Okay, das ist aber nice, das ist nice, Leute. Und jetzt geht es als Eingemachte. Leute, ich brauche eure Smartphones. Oh no! Ich habe extra Würste. Thank you, Pimax! This is yours. Thank you. Oh fuck, wir sind auch reingetan. Also, ich finde es nicht so toll, dass mein Handy weg ist. Also den ganzen Tag. Also so 2-3 Stunden ohne Handy easy geht, aber so bis am Abend den ganzen Tag ist echt nicht so nice. Aber ja, egal, jetzt habe ich hier ein Blatt und einen Stift und mal schauen, was ich schreiben kann. Ich finde es mega, mega gut. Für mich ist das überhaupt kein Problem. Aber ich finde es gut, dass andere jetzt mega die Möglichkeit haben, in sich zu kehren ohne Handy und so. Ich musste nicht mal wirklich überlegen, was ich schreiben will. Meine Hand hat einfach den Stift genommen und ich habe einfach geschrieben. Ich habe 2 Seiten lang geschrieben. Und es ist alles wirklich von Herzen gekommen. Ich hatte mega Mühe, weil ich nicht gewusst habe, wie fange ich den Brief an schreiben. Aber ich habe genau gewusst, wenn ich dann angefangen habe, dann kommt es dann schon ins Rollen. Genau. Aber ich hatte mega Mühe, um mir einfach einen guten, ruhigen Platz zu suchen. Und dann habe ich mir eigentlich dachte ich so, okay, was würdest du machen, wärst du jetzt daheim? Und natürlich ein Tüchlein nehmen, in die Natur liegen und that's it. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viele Leute um mich herum, die mir gezeigt haben, mach was du machst, steh dazu, wer du bist und gib einen Fuck auf die Leute, die dich nicht so gerne haben, wie du bist. Schäm dich nicht für etwas, das du nicht ändern kannst. Lass dich nicht runterziehen von anderen, nur weil sie etwas mehr können oder mehr haben. Alles hat seinen Grund und am Schluss erreichst du genau das im Leben, wo du erreichen willst. Das Leben ist eine riesige Achterbahnfahrt mit Highs und Lows. Und es ist okay, wenn es dir mal scheiße geht. Weil denk dran, nach jedem Low kommt ein High. Ich habe diese Woche in Mallorca extrem viel gelernt. Die anderen Kandidaten haben mir das Gefühl, noch mehr geben können, einfach mehr selber zu sein, dass ich mich einfach so und so akzeptieren, wie ich bin und ich mich nicht für jemanden verstellen muss. Aber es gibt gleich aber noch so Momente, wo ich nicht einfach mehr selber bin. Ich habe gelernt, dass Social Media nicht alles in meinem Leben ist, sondern ich auch jemand bin ohne TikTok-Fame oder Insta, whatever. Was ich mir auch erhoffe, ist, dass mein Vater und meine muslimische Familie einfach endlich mehr mal so akzeptieren, wie ich bin, weil die Medien ein schlechtes Bild von mir haben, weil ich nicht offen reden kann und offen reden kann auch mit ein paar Sachen. Es hat gut getan, das wie aufzuschreiben. Es tut wirklich so gut einfach. Weil auch mit meinen eigenen Kollegen kann ich auch nicht einfach mehr selber sein. Und hier werde ich von allen akzeptiert, wie ich einfach bin. Es ist sehr schön. Wirklich. Also ich hatte so eine schöne Woche gehabt, wirklich.
Also ich werde die Woche nie mehr in meinem Leben vergessen. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass wir alle durch Kontakt miteinander weiter zusammen. Wir hätten nicht verschiedener sein können, doch irgendwie sind wir doch Gleichgesinnte. Ich gehe mit dem Gefühl heim, eine Erfahrung fürs Leben gemacht zu haben und Freundschaften gewonnen zu haben, die mir so viele Stunden voller Lachen und Erinnerungen gegeben haben. Ich nehme mega mit, dass man mega schnell jemanden verurteilt und dass einem überhaupt nicht bewusst ist, dass alle so ein eigenes Leben haben, weil man am meisten Zeit mit sich selber verbringt. Und man hat immer das Gefühl, ich bin der Mittelpunkt dieser Welt, aber ich bin der Mittelpunkt von meiner Welt. Und das ist ein mega, mega grosser Unterschied. Ich hatte gar nicht geplant, noch etwas dazu zu schreiben über uns alle, sondern das ist auch einfach dazu gekommen. Din, ich wünsche mir so sehr, mal mit deinem Mann und mit deinen Kindern am Tisch sitzen können und dass du das geschafft hast, dagegen zu kämpfen und dass das einfach für uns alle normal ist. Sinan, du wirst mega weit kommen im Leben und du wirst ein mega Vorbild sein für mega viele Menschen, weil du so viel vom Leben weißt. Und auch für mich bist du schon ein Vorbild geworden. Ruby, bleib so wie du bist. Du bist crazy, du bist so wie du bist. Wir haben dich alle so gern. Du bist durch viel Scheiß durch, das wissen wir alle, aber deine Zukunft wird wunderschön sein. Luca, du bist so verständnisvoll und akzeptierst Menschen gerade so, wie sie sind. Du wirst erfolgreich sein mit deinem Beruf und mit deiner Familie. Und weißt wieso? Weil du das alles mit Herzen machst. Davide, du hast es schwer im Leben, aber du wirst deine Frau finden, die es dir einfach machen wird. Ich hoffe so sehr, dass du Kinder wirst haben und du wirst der perfekte Vater sein. Du wirst deinen Kindern mit einem Lächeln im Gesicht über deinen Vater erzählen, so ob er da wäre. Younes, ich sage dir ehrlich, in dich habe ich mich verliebt. Du bist so speziell, du bist so fühlsam und du bist so ehrlich. Oh mein Gott, du bist ein Mensch, du wirst mega erfolgreich sein. Und auch dann, wenn du voll erfolgreich wirst sein, wirst du bleiben. Und das nur, weil du so ein ehrlicher, wahrer Mensch bist. Und ich liebe euch alle. Kathi. Definitiv mega geholfen, so klein, dass alle mal ruhig sind und dass wir tief durchschnaufen können. Es hat recht gut getan, also für mich selber. Ich konnte mich auch so ein bisschen finden. Ich bin jetzt so entspannt, das schon. Es war recht anstrengend. Ich habe auch noch nie in meinem Leben sonst Yoga gemacht. Also ich hatte einen ganz kurzen Moment, als ich eingeschlafen bin, so einen kurzen Schnarch. So. Es hat einfach sehr, sehr gut da, allgemein. Ich habe ganz am Schluss einfach durchgepennt. Ich hatte das Gefühl, ich bin so eine Stunde am Schlafen. Ich habe sogar Sachen gedreht und plötzlich höre ich so alle bewegen und dann ist so shit und bin sehr aufgeschreckt. Es war mega anstrengend und ich habe richtig so die Schweißperlen sind einfach so abgetropft auf die Matte. Es war sehr grusig, aber es hat gut da. Ja, du bist auch der Sieger geworden. Ich bin mega stolz auf mich. Ich hätte es voll nicht gedacht. Ich hatte das Gefühl, es haben es andere Leute besser gemacht. Ich weiß auch nicht, aber ja. Aha!
letzter Zeit habe ich immer so versucht, auch nicht mein, wie sagt man, privates Leben immer zum Beispiel auf Insta zu posten, mit wer ich bin, was ich mache. Ja, das ist auch so ein Problem bei mir. Das hat mich wirklich gut getan. Mhm. Wieso ist das ein Problem bei dir? Ich sage auch immer überall, ich weiß automatisch nicht so gewollt. Es ist echt automatisch, ich sage immer, wo ich bin, was ich jetzt mache, was heute ich mache, was ich morgen mache. Oder ich sage immer, was ich. Also, weil eigentlich blöd sagen, weil es eigentlich immer fast alle Leute, was ich jetzt mache oder wo ich bin. Und das ist aber voll creepy, weißt du? Du hast wie nie deine Privatsphäre, mhm. Aber gleichzeitig willst du ja auch, dass die Leute es wissen, aber gleichzeitig willst du es auch irgendwie nicht. Also es ist sehr komisch, ich weiß nicht, wie ich es so erkläre. Wieso würdest du dann wollen, dass es die Leute wissen? Aber das kann ich nicht beantworten, weil es einfach nicht halt so ein Tick von mir, wo ich gerne halt preisgegeben von meinem Leben. So ein bisschen teilen mit den Leuten? Ja, teilen mit den Leuten, ja voll. Aber dann gleich wird mir aber zu viel so. Weil ich mir, aber ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwie etwas poste, ich bin dort und so, und er hat auch Momente gehabt, dass eine Person, also ein Fan zum Beispiel, ist dort hergekommen. Das habe ich voll so auch komisch gefunden. Aber es ist ja gleich ich selber bin schuld, dass ich das gemacht habe. Ich habe es ja gepostet. Ich verstehe es auf eine gewisse Art und Weise, aber manchmal verstehe ich es nicht. Wieso kannst du das nicht einfach für dich geniessen? Das muss ja nicht die ganze Welt wissen, dass du glücklich bist. Ja, du weißt es ja. Und ich habe das Gefühl, mit der Generation Insta und was weiß ich, ist das voll verstärkt worden, dass man sein Glück teilen will, aber sein Leid nicht. Und darum ist es eine mega komische Darstellung, weil wir alle auf dem Internet sind alle mega happy und wir alle führen so ein tolles Leben. Aber ja, was hinter der Kamera passiert, weiß eigentlich niemand. Also jetzt eben, heute wegen dem Experiment zum Beispiel kann ich ja gar nichts posten, also meine Story ist leer. Aber irgendwie juckt es mich auch nicht, weil ich bin gerade voll so die Momente mit euch allen am Genießen. Und ich weiß nicht, es tut auch einfach gut so, ich weiß, ich habe den Spass und so. Die anderen müssen ja nicht unbedingt mal sehen, oh mein Gott, der Younes macht da jetzt echt gerade nichts, ist ihm langweilig oder was macht. Und das finde ich also voll easy, dass ich einfach den Moment mit euch geniessen kann. Also so nach diesem Experiment würde ich schon vielleicht ab und zu schauen, dass ich ein bisschen weniger am Handy bin, weil ich merke ja selber, wie gut es mir tut. Aber ich wäre sonst eben selber nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Und ich denke schon, dass ich das mal machen würde, auch nicht den ganzen Tag, aber so 1-2 Stunden. Könnte ja vielleicht auch gut sein für mich selber. Ich habe es geschafft, ich bin stolz auf mich, ich habe es geschafft, ohne Handy. Aber erst so gegen die 12 Uhr wollte ich einfach wirklich mein Handy. Und ich bin so die Kiste suchen und dann konnte ich eine Kistenübergabe machen, was mich gefreut hat. Bitte! Ich habe wieder unser Leben. Oh mein Gott! Ich bin gar nicht sicher, ob ich das Leben zurückgeholt habe. Ich hasse. Junge, wir haben so eine gute Homeparty. Bitte, du Snack nochmal für 12 Stunden. So, meine lieben Zuschauer, wie ihr seht, war ich gerade am Nachtessen und habe erfahren, dass ich mein Handy wieder haben kann. Was natürlich ich nicht warten kann, bis ich fertig bin, weil ich jetzt einfach schnell meine Nachrichten checken muss. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob sich jemand für mich interessiert hat oder also einfach nicht. Nehmen wir mal Flugmodus raus. So eine Nachricht. Davide! Hallo? Oh mein Gott, du bist schon. Leute, was ich mache, David und ich bin auf der Bühne. Was denn? Oh! Bye-bye! Der David hat ja schon mal bei einer Reality-Show mitgemacht, was ihr vielleicht alle schon wissen. Und da haben wir voll die Verarschung daraus gemacht. Oh mein Gott! Beim Bad haben wir uns wirklich kaputt gelacht. Wir haben das alles so ein bisschen nicht so seriös genommen und einfach nur genossen.